Und damit ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans und heute werden wir das Experiment auflösen. Wie läuft's denn in 10 gegen 10 Clan War? Ich werde einen Angriff live machen, wo ich schon wieder leicht nervös bin und werde euch zeigen, wie es momentan steht. Also, ja, schauen wir mal, wie es steht. 17 zu 7, läuft noch 9,5 Stunden, wir haben 14 Angriffe, die Gegner haben 6, wenn wir mal drüber schauen. Es waren 2 Stars dabei, es waren 1 Stars dabei, 3 Star haben wir auch schon einen auf die 10. Wenn wir beim Gegner schauen, war auch schon Face dabei. 2 Stars, Face beim Gegner finde ich, dürfen wir benutzen. Und auf die 10 zum Beispiel nur ein 1 Star. Da ist also noch alles offen. Und ich würde mal sagen, wir beginnen noch ganz entspannt, dass ich euch meinen Angriff zeige. Ich habe es mit Gunnar Müssler probiert, es ist leider nur einer geworden. Ich hatte es ehrlich gesagt auch vermutet, also ich bin von hier unten gekommen. Und bin dann mit den Golems eben mit Mauerbrechern und 2 Jump zum Rathaus hin. Hatte aber dann am Ende zu wenig Truppen noch, um mir die 50% zu holen. Ich habe diesmal keine Klärtruppen sozusagen aufgehoben, sondern bin wirklich, habe recht schnell alles gesetzt. Bin ich mit den Golems gekommen, habe die zur Mauer laufen lassen und habe jetzt mit 4 Mauerbrechern noch nachgeholfen, dass die erste Mauer durchbrochen wird. Und jetzt hatte ich 2 Jumps dabei, den ersten habe ich direkt gesetzt. Da kam jetzt das kleine Skelett raus, die haben soweit keine große Ausdrückung gehabt. Hut kam drüber, Klarung ist rausgekommen, habe ich eine Nuance zu früh geblitzt, habe dann direkt den zweiten Jump hinterher, den vielleicht eine Nuance zu spät, da sind jetzt die Golems nämlich nach links weggezogen und ihr seht, von hinten habe ich dann alle Magier, hatte noch beide Heldenfähigkeiten, Barbarenkönig ist hier leider nach außen gezogen, Bogenschützenkönigin in die Mitte, die sich dann am Ende auch um das Rathaus gekümmert hat. Und ja, ihr werdet gleich sehen, ich habe die Königin jetzt noch gezündet. Die Golems tanken schon weg, aus meinem Bahnkönig habe ich das aktiviert. Und ja, den Wut hatte ich dann vielleicht einen Ticken zu lang aufgehoben, also es waren es dann leider nur noch die Golems übrig. Habe ich noch vor 2 versucht, mit den restlichen 2 Magiern Gebäude für die 50% zu zerstören. Das hat aber leider insoweit auch nicht geklappt. Die Golems haben jetzt den Inferno noch geholt, also habe sowohl den 2er als auch den 3er Inferno down bekommen. Aber am Ende, ja, haben dann die Truppen gefehlt, um irgendwo auf 50% zu reißen. Wäre mit Minions ja auch schwer gewesen, weil wir wirklich überall noch außen Bogentürme und Teslas hatten. Vielleicht hätte ich es ein bisschen weiter verteilen müssen, die Golems, also über die komplette rechte Flanke, wobei das bei Golem Wizard ja nicht der Sinn ist, da möchte ich ja schnell ins Zentrum. Ich bin gespannt, ob sich jetzt noch jemand anderes dran traut, da auf 2 Sterne zu gehen. Muss man mal schauen. Ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt noch auf den heroischsten Angriff an. Von Moritz auf die 1 war ein 2-Star. Und er hat das ganz gewagt über Lufteinheiten gemacht. Hat 4 Lava-Hounds dabei gehabt. Balloons direkt hinterher und dann auch noch Minions, 2 Freeze, 3 Wut und seine Helden, 2 Mauerbrecher für die Helden. Und er hat auch direkt alles gesetzt, was Lufteinheiten angeht. Es kommt die Klarung raus. Hier, blöderweise, die Skelette auf Luft gestellt. Hat jetzt 2-mal Wut für die Loons und hat die, denke ich, jetzt gleich dann auch gefreezed, die Infernos. Genau, da ist Freeze Nummer 1 und Freeze Nummer 2. Somit das Zentrum also für ein paar Sekunden ausgeschaltet. Und ja. Das war gefühlt sehr, sehr lange, wie ich gesehen habe. Also Freeze ist bei ihm jetzt mittlerweile auch schon auf der maximalen Stufe. Da bringt es doch einiges und die Balloons sind schon in die Mitte gekommen. Multi-Inferno ist nur noch einer da, der andere wurde ausgeschaltet. Und ich glaube mal, am Ende, ich habe den Angriff auch noch nicht gesehen, haben sie ihm die Helden dann noch gerettet. Also so wäre es noch gar nichts gewesen, aber er hatte noch die Mauerbrechung bei den Helden. Und ich tippe jetzt einfach mal, dass wir von hier oben mit Barbarenkönig und Bogenschützenkönig kommen. Und mit dem Rater, nein, er entscheidet sich. Okay, der Barbarenkönig läuft darüber. Also er wollte von oben, aber der Barbarenkönig läuft jetzt komplett rüber. Und die Bogenschützenkönigin greift ein anderes Stück an. Suchen sich jetzt wahrscheinlich halt den nächsten Weg zum nächsten Gebäude. Und ja, er macht das erstmal zumindest 50%. Und ich denke, die Bogenschützenkönigin war dann am Ende die, die das Rathaus geholt hat. Müsste da wahrscheinlich sogar außerhalb von irgendwelchen Verteidigungseinheiten gewesen sein. Barbarenkönig kann er noch zünden. Mauerbrecher habe ich jetzt gar nicht gesehen, wo ich die gerade benutzt hatte. Und Bogenschützenkönigin orientiert sich jetzt auch mal rüber, jetzt kommen noch Skelette, die aber, ja doch, auch sie den ganz netten Schaden machen. Barbarenkönig hatte es gezündet, Bogenschützenkönigin wird sich dann, denke ich, jetzt gleich zum Rathaus orientieren und das war genau der Punkt, was nee, vorher noch eine Bauhütte und jetzt das Rathaus. Und damit hat er dann auch direkt die 2 Sterne. Sicher ein bisschen glücklich, gar keine Frage, aber ist vielleicht für seinen Mut belohnt worden, dass er es über die Luft probiert hat. Ja, und ich muss jetzt hier. Mir wurde befohlen, ich soll auf 3 Sterne beim zweiten Angriff gehen. Wir probieren es mit Golem, Wizard, Witches, die ich hier dabei habe. Insgesamt 5 Hexen, 3 Golems und an Zaubern. Dadurch, dass es gegen Gratis Level 9 geht, habe ich dann hier mal wieder dabei. 2 Wut, 1 Jump und 1 Freeze. Und ja, ich habe mir gedacht, wir probieren es hier bei der 9, die zu Freestar. Ich schaue mir die Base mit euch mal zusammen kurz an. Und das Ziel war, ich wollte hier von dieser Seite angreifen, wo die Bogenschützenkönigin ist, dass die uns nicht rüberzieht. Hier werden jeweils Riesenbomben sein, die gerade für meine Skelette gefährlich sind, aber das kann ich nicht ändern.
und werde dementsprechend probieren. Ja, ob es denn 3 Sterne werden, ich bin ganz ehrlich, ich denke, es wird verdammt eng. Ich kann es nicht versprechen, aber ich werde natürlich mein Bestes geben, ne? Und werde es hier auch direkt mal anfangen, indem wir unsere Kugeln setzen und unsere Mauerbrecher hinterher, die dann hier Platz machen dürfen. Die Magier dürfen von hinten auch schon mal ein bisschen aufräumen, ebenso die Helden. Und unsere Hexen packen wir auch dahin. Jetzt kommt hier die Klammer raus. Die werden wir dann jetzt recht bald blitzen, sobald sie komplett draußen ist. Den Jump bauen wir mal hier rein. Jetzt ist die Klammer hier beim Golem. Hier gibt es einmal ein Wood. Jump war nicht so nice. Der ging schon mal leider ein bisschen in die Hose. Da kann niemand momentan von profitieren. Aber wir sind so halb im Zentrum dran. Jetzt hauen wir hier mal den hier für meine Einheiten drüber. Und ich würde auch sagen, ein Wood. Also 2 Sterne, denke ich, sollten es auf alle Fälle werden. Aber das ist hier natürlich nicht Sinn und Zweck, sondern wir wollen die 3, gar keine Frage. Den einen Hut heben wir noch auf. Den eine Heldenfähigkeiten haben wir auch noch. Und auch noch ein paar Einheiten zu klären. Jetzt sind wir mal hier wieder Bahnkönig und fangen mal entspannt an, hier hinten ein bisschen weiter mit Truppen aufzuräumen. Ebenso machen wir hier mal unsere Minions und zünden im letzten Moment die Bogenschützenkönige. Und also es huscht hier noch viel rum. Aber das wird eng. Also Two-Star-Hammer. Aber ihr seht meine Helden. Ja komm, wir hauen jetzt mal hier noch ein Blut hin. Das ist der Barbarenkönig. Das wird eng. Ein paar Einheiten sind noch am Start. Wir haben ja auch noch die Bogen zum Klären. Je nachdem, oh, hier haben wir noch gut Skelette am Start. Wurden zwar auch viele pulverisiert, aber Hexen sind auch noch da. Vielleicht. Also solange die Golems tanken, könnte was gehen. Ich räume jetzt mal hier noch mit ein paar Bogen auf. Hier oben haben wir auch noch mal eine Hexe. Machen wir die letzten Bogen hin. Ja, und jetzt ist es dann einfach warten und hoffen, dass es irgendwie reicht. Die Riesenbomben sind natürlich auch die, vor denen ich Respekt habe, aber es könnte klappen. Es könnte klappen, je nachdem, wer die Riesenbomben auslöst. Hier haben wir es noch auf Luft gestellt. Das ist natürlich ein bisschen fies. Und jetzt werden die Skelette wahrscheinlich gleich mal durch die Magie zum Pulverisieren. Aber ich behaupte mal, das werden 3. Das sollte zeittechnisch klappen. Golems sind noch am Start. Das sollten 3 werden. Das wäre doch richtig nice. Ein weiterer wichtiger Stern. Barbarenkönig. Unser Held hier im Kampf hat bis zum bitteren Ende durchgehalten. Und jetzt nur noch der Bogenturm hier, der wurde auch pulverisiert. Und Golem Wizard Witches hat sich mal wieder bewahrheitet als eine gute Freestyle-Taktik. Also, hat funktioniert, freut mich richtig, gibt einen netten Siegbonus. Und ja, wenn wir am Ende gewinnen sollten, ihr seht, ich bekomme 912.000 und 4.140, 18 Sterne. Damit haben wir auch den 2. Erfolg, wenn man es so nennen will, bekommen. Also haben jetzt schon mal bei jeder Base mindestens einen One-Star geholt. Jeder hat also schon angegriffen, wollen wir mal reinschauen ins Team. Ich bin jetzt insgesamt ja mit nur 2 Sternen ausgestiegen. Smash ist auch schon fertig auf 2 Sterne. Mathe hat 3 Sterne geholt. Forth hat leider keinen geholt. Und Konstanze hat 2 geholt. Und wir sehen ein paar Angriffe. Um es genau zu schauen, sind es noch 5. Stehen noch aus. Und ja, was könnte man so zieltechnisch? Man könnte probieren, die 8 noch auf 3 zu machen. Oder hier bei der 5, bei der 4, bei der 3 oder bei der 2 auf 2. Also vielleicht knackt man sogar noch die 20 Sterne, je nachdem, was die Boys da so reißen werden. Und man muss wirklich sagen, generell so ein 10 gegen 10 Klammer, das ist ganz anders. Es ist irgendwie ja schwer zu beschreiben. Es ist, kommt alles so übersichtlich und überschaubar rüber. Ich habe das ja euch schon im letzten Video gezeigt, die sind eigentlich nicht schlecht. Die haben 52 gewonnene Kriege. Also mit Pech kann es gut sein, dass da am Ende noch die Mega-Offensive kommt. Zumal eben bei ihnen, ihr seht, die 1 hat noch gar nicht angegriffen, die 4 hat noch gar nicht angegriffen, die 8 hat noch gar nicht angegriffen, 9 und 10 auch nicht. Also da stehen noch Angriffe auf. Meine Basis ist zum Beispiel auch noch nicht angegriffen worden. Aber da muss man einfach mal schauen, inwieweit sich das jetzt noch im Verlauf des Clanwars entwickelt. Und vielleicht gibt es dann mehr oder weniger noch einen versteckten 3. Teil, wo ich euch sagen werde, werde ich natürlich, wie das Ganze ausgegangen ist. Und was ich dann generell so ein Resümee dann von kleineren Clanwars halte, ist ja für uns wirklich eine absolute Premiere. Und dadurch ja, durch die US, die schöne An- und Ausschalten-Funktion, wer dabei ist oder nicht, hat man eben diese Möglichkeit. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich hoffe natürlich, dass ich gewinne. Könnt ihr die Ressourcen gut gebrauchen. Dann sind wir bald bei 7,5 Millionen. Für die Magier und sind auch bald, nee, dann haben wir 5 Millionen geknackt, für den Expo. Also alles nur noch eine Frage der Zeit. Ich würde sagen, das war's zum heutigen Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr so ist, dürft ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Kommentare, könnt ihr gerne auch was schreiben, wenn ihr euch was wünscht oder Fragen oder was auch immer habt. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt und es noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo da lassen. Ich bin bei dem Video raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.